Hallo und herzlich willkommen zurück zu Forza Horizon 3 hier auf dem Pixelhelden-Kanal mit mir, dem Ray. Und ja, viele sagen sich jetzt, oh nein, nicht schon wieder dieser M4. Aber keine Sorge, heute werden wir mehr als genug andere Fahrzeuge sehen. Der M4 dient heute nur als Dienstwagen, denn ich habe mir gedacht, ich mache mal wieder ein paar Fahrspaßlisten bzw. Löffellisten. Ja, dass ich die einfach auch mal ein bisschen abgehakt habe und springt ein bisschen Abwechslung rein, definitiv. Und ja, ich möchte noch kurz anmerken, ich bin jetzt hier mal in der Horizon Edition des M4s unterwegs und ja, ich habe mich ja versprochen, das Setup zu übernehmen. Das hatte ich sogar vor, habe dann aber gemerkt, bei der Horizon Edition gibt es ein paar coole Einstellungsmöglichkeiten und deswegen hat das Setup der Horizon Edition, kann man das hier überhaupt sehen? Ne, hier sieht man es gar nicht, Moment. Hier, ein bisschen weniger Gewicht, ja, und mehr Drehmoment und mehr Leistung. Ja. Einfach nochmal im Vergleich, wir haben hier 465 kW zu, wenn man das dann vergleicht mit dem anderen, zu 453, ja, Gewicht haben wir auch mehr und so weiter. Ja, das lassen einfach die Einbauteile zu, der Horizon Edition. Und deswegen hat der oder ist die Horizon Edition trotz LI-Gleichheit, also auch 900, im Prinzip ein bisschen knackiger. Und in den Kurven sogar auch, ja, genauso schnell, würde ich sagen. Allerdings muss man dazu sagen, ich habe das Setup zwar natürlich entsprechend angepasst, aber das Fahrzeug ist ein bisschen zickiger als das andere. Das liegt einfach daran, durch dass wir weniger Gewicht haben, ist natürlich auch weniger Gewicht, was auf die Hinterachse drückt. Und deswegen kommt es natürlich ein bisschen spontaner. Zudem haben wir ja mehr Leistung. Das heißt, der Arsch kommt ein bisschen schneller. Deswegen gleich schon mal als Vorwegwarnung, wenn ihr das Setup mal austestet, da müsst ihr ein bisschen euch einfahren, da kommt ihr nicht drum rum. Bei Heckantrieb sowieso immer zu empfehlen. Aber wenn man sich so ein bisschen dran gewöhnt hat, dann ist das Ding eine richtige Killermaschine. Also es setzt auf jeden Fall dem anderen M4 nochmal eins oben drauf. Aber wie schon gesagt, ein bisschen schwieriger zu handeln. Einfach von den Gegebenheiten weniger Gewicht, mehr Leistung. Das, ja, sackt es halt einfach schon aus. Gut, wir wollen aber ein paar Fahrspaßlisten haben und ich sehe eigentlich vorne schon eine, muss ich nicht mal eine Route festlegen. Da sehe ich vorne schon eine, die ich noch nicht gemacht habe. Da fahren wir doch da einfach mal hin. So, was haben wir denn hier? Ich sehe noch nichts. Schwer, ja, das ist immer gut zum Einstieg, gleich mal eine schwere Liste. Ich sehe noch nicht, was für ein Fahrzeug. Kein Fahrzeug scheinbar. Gut. Hallo Boss. Ein Freund nimmt an einer Online-Fahrt teil. Möchten Sie seinem Spiel beitreten? Nee. Ich möchte jetzt Fahrspeisenlisten machen. Bisschen Löffellisten, ja. Bam, 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 bam. Im Charger 2015. Also im Hellcat dann. Weil wir haben ja eigentlich nur Hellcats. So viel ich weiß. Bam, 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 bam. Was? Driftpunkte, Ziel in der Driftzone. Alles klar. So, und um keinen Ärger zu kriegen mit der GEMA, lassen wir das mal lieber aus hier. Auch wenn ich diese Rockmusik jetzt hier sehr passend gefunden habe. Hätte. 40.000 brauchen wir. Okay. Ist, glaube ich, gar nicht mal so einfach. Wow, okay. Dann lernt man gerade den M4 gerade ein bisschen lieben, wenn man gerade mal merkt, wie das Fahrzeug hier rumrutscht. So, da vorne ist die Driftzone schon. 40.000 ist gar nicht einfach. Aber das ist nur eine Kurve, muss man ja dazu sagen. Das ging schon mal ein bisschen schief. Ja, aber ich habe die 40.000. Okay, war doch nicht so schwer, auch wenn es nicht sehr stylisch aussah. Aber da würde natürlich mehr gehen. Alles klar, sehr gut. Schön, freut mich. Guter Einstieg, eine schwere Löffelliste und dann auch direkt geschafft. So mutz dat, ja, so lobe ich mir das. So, packen wir gleich mal die nächste löffeliche Liste ein, an, was auch immer. Sorry, ich höre auf. Oh, jetzt ist er da, jetzt stehen wir auch in ihm drin, wunderbar. Ich bin jetzt gerade mal am gucken. Wisst ihr was? Wir machen das jetzt mal ganz anders. Ich mache mal alles aus und mache dann nur Löffelliste. Löffelliste. Die Blaupausen lassen wir auch weg. Dann sehen wir das nämlich viel schöner. Und dann würde ich sagen, dann ja, machen wir doch mal gerade die drei Stück, die da sind. Können wir doch direkt mal anpacken.
Ja, mit unserem V8-Umbau muss ich unser M4 vom Charger auch nicht verstecken. Definitiv nicht. Ich muss gar nicht so abbremsen. Mensch. Ja. Der liegt ja schon ein bisschen besser. Ein bisschen Verkehr ausweichen. Ein bisschen zu schnell jetzt. Ach komm, driften können wir doch auch. Müssen wir uns jetzt nicht ziehen. Sehr schön. Da müssen wir abbiegen. Was haben wir da Schönes? Opel Manta. Das feiere ich schon ein bisschen. Ja, Fähigkeitspunkt, bla bla bla. Ich weiß, ich muss mal hier ein paar ausgeben, glaube ich. Wir können erstmal den Mini holen, würde ich sagen, dass wir den auf jeden Fall haben. Bam. Ja, finde ich nämlich gar nicht so unwichtig. Dann haben wir nämlich die drei Fahrzeuge. Und dann, ja, machen wir die Dinger hier mal, oder? Da 100.000 nehmen wir mit. Und da haben wir auch noch, ist egal, nehmen wir nochmal 100.000 mit, komm, scheiß drauf. Was wir haben, achso, wir haben nochmal 5, stimmt. Dann nehmen wir hier mal, oder ich mache erstmal das, komm, zack. Dann haben wir da unten nämlich jetzt alles voll, mal ein bisschen Credits gekriegt und dann, ja, sehr schön, da haben wir ja schon alles. Ich glaube, für Löffellisten gibt es auch keinen Vorteil, oder? Würde mich jetzt wundern. Nee. Rivalen, genau. Rivalen würde es geben, wenn ich mal Rivalen machen würde. Gut, alles klar. Schwierigkeit Mittel. Und wir dürfen mit dem Manta fahren. Das ist cool. Finde ich gut. Manta 400 Rallye-Geschichte. Achso, schreiben Sie eben. Ich sollte vielleicht mal oben anfangen zu lesen, nicht immer in der Mitte. Ja, dumme Marotte. Aber natürlich mit dem Ding hier. Oh. Was muss ich denn machen? 104 km/h erreichen beim Ziel. Jetzt haben wir schon wieder falsche Musik. Boah, schön bis 9000 hochdrehen. Ich fahre jetzt mal die Route ab. Einfach, da die Schwierigkeit mittel ist, glaube ich, können wir mal der Route vertrauen. Und einfach nur durchheizen. Okay, komm, ein bisschen abkürzen dürfen wir hier doch. Und einmal durch den Fluss. Phew. Boah, ja, das mag er nicht so. Oh, das ist ziemlich kurvig. Bin mal gespannt, ob wir das schaffen mit den 100, sagen wir mal 105 km/h. Und Sprung. Also, das ist sogar eine Tempozone. Oh lala. Das ist wirklich nicht so ohne. Oh, wir müssen über die 100. Ah ja, das schaffen wir. Bam! Nice! Opel Manta, geiles Teil. Wir sind kurz vor der nächsten Ausbaustufe. Das finde ich cool. Das heißt eigentlich schon beim nächsten, glaube ich. Das heißt, wir können... egal, machen wir. Kriegen wir hin. Ja, dabei fällt mir ein, ich muss unbedingt mal die Musikplaylist updaten. Ich hatte einfach bis jetzt noch keine Zeit, mir eure ganzen Einsendungen anzuhören. Das muss ich aber wirklich mal demnächst machen. Das muss ich wirklich mal tunsen. Mal da mal ein bisschen ein paar neue Klänge hören. Ja, driften kann das Ding halt. Einfach kurz Anbremse anziehen und dann ab die Post. Was mir aufgefallen ist, das wird jetzt hier wahrscheinlich genauso gehen. Ich denke es mal, bei den normalen Editionen ist es nämlich so, dass ich, wenn ich die Bremse drücke und Vollgas gebe, das Ding so viel Power hat, dass trotzdem die Reifen durchdrehen. Okay, bei der Version ist es nicht, doch, oder? Doch, ja, man muss nur einmal kurz an. Guckt euch das mal an. So viel Power da, dass die Bremse einfach nur, ja, glüht, aber mehr nicht. Also das ist hier Killer. Weil normalerweise ist es so, dass dann die Bremse irgendwann trotzdem packt und dann es quasi stehen bleibt. Aber guck mal, ich kann sogar, also quasi so, ja, dass nichts passiert. Aber wenn ich da einmal kurz, krasser Shit, oder? Burnout des Todes. Gut, man sieht jetzt nichts, weil die Strecke nass ist.
Boah, wie es böllert, hört ihr das? Geiler Shit. Es war eine der geilsten Entscheidungen bis jetzt in dem Let's Play, meiner Meinung nach, in den M4 in V8 einzubauen. Fährt sich besser, klingt besser, was will man mehr? Oh, guck mal, da haben wir noch ein Schild. Ui! Oh, guck mal, was wir hier haben! Subaru, sehr geil und Schwierigkeit schwer. Ja, also klar, logisch, ja, aber ist ja kein Problem für mich, ja, hier. Schon wieder so eine Rockmusik. Ey, Leute, jetzt ist aber mal gut. Ich will jetzt nicht noch kleinen GEMA. Gut, ich sage immer GEMA, dabei ist eigentlich Kopf oder halt, wie sagt man, rechten. Ja, jetzt hört das Wort nicht ein. GEMA ist es nicht, es ist sondern. Es ist hier Rechte halt, Musikrechte halt. Ne? Man muss die Rechte an den Musik haben, sonst darf man sie nicht. Und es gibt halt Musik, so wie die, die wir in der Playlist haben. Die sind halt frei von diesen Rechten befreit, das heißt, sie sind offen für alle. Deswegen kann ich die dann verwenden. So. Wir müssen hier auch wieder ein Geschwindigkeitsziel erreichen. Sollte doch kein Problem sein. So, jetzt müssen wir nur hier Beat gut mitnehmen. Oh Gott, ja. So viel dazu. Was war ich jetzt gerade für eine Kacke? So, und da vorne. Das ist wieder so eine Tempozone, kann das sein? Hä? Okay, ich bin verwirrt. Ich spule mal kurz zurück. Also da links muss ich abbiegen. Oh Gott. Okay. Ja, okay. Natürlich nicht schlau während der Beschleunigungsphase. Okay, ich muss erfahren und dann kriegen wir hin. Oh Gott. 128 müssen wir schaffen. Okay, dass das nicht einfach ist, verstehe ich jetzt sogar. Okay, das. Ja, okay, das wird nichts. Aber wisst ihr was? Ich glaube, wir müssen da ganz anders anfahren. Dass wir gar nicht um die Kurve reinfahren müssen, sondern von vorne. Die Route, die da angezeigt wird, ist nämlich voll für den Arsch. Ja? Ich sag's mal, wie es ist. So, deswegen gucken wir gleich mal auf die Karte. Und genau, guck mal, wir fahren nämlich den Schotterweg hier nämlich lang. Dann kommen wir hier nämlich mit ganz anderem Tempo an. Können sogar den Schotterweg hier sogar nehmen. Ich kann aber keine neue Route setzen, leider. Also das muss ich mir merken. Ich fahre da runter, die zweite dann rechts und dann gleich wieder links. Das machen wir. Kann man die Dinger kaputt fahren? Die kann man doch bestimmt kaputt fahren, oder? So. So, und jetzt die zwei hier rechts rein. Boah. Ey, der untersteuert des Todes, ey. Ja, oh Gott. Was ist das? Also der STI, der, also ich weiß nicht, der kommt mir gerade so schneckenlangsam vor. Und ich weiß, dass der nicht langsam ist, aber wir fahren einfach zu oft so brachiale Fahrzeuge. Kommen wir nämlich mit schon einer ganz anderen Eingangsgeschwindigkeit da rein. Und dann ist das Ding easy peasy. So sieht es nämlich aus. Der Weg ist das Ziel, oder wie man so schön immer sagt. Bei solchen Dingern immer. Und das reicht. Bam! Festival-Erweiterung. Das ist die letzte. Damit hätten wir dann alle Festivals auf Stufe 5. Bam! Sehr geil. Freue mich. Heute läuft's. Heute machen wir Progress. Ja, Progress-Folge am heutigen Tage. Ja, und diese Scheißtafeln werden wir auch noch lange fahren. Deine formidablen Fahrkünste haben zusammen mit meiner formidablen Persönlichkeit so viele Fans angelockt, dass wir das Festival schon wieder erweitern müssen. Ich behaupte mal, dass es auch an meiner Persönlichkeit lag und nicht an deinen Ohren. Wir müssen bis hoch ins Outback knallen. Kriegen wir aber hin. Und dafür haben wir auch das richtige Fahrzeug. Ein bisschen mehr Bums haben wie das da. Und nicht ganz so untersteuernd ist, aber das liegt einfach auch am Heckantrieb. So, ich gebe nur Halbgas, nicht wundern, weil hier im Dirt will ich jetzt hier nicht so vertreiben. Also, auf wie geht's? Ah komm, da haben wir so ein Ding da vorne, den nehmen wir doch gerade mit auf den Weg, oder? So macht man das doch, oder? Erstmal voll hinten drauf knallen. Und dann
Und dann geht's ab. So, der hat auf 899 getuned, also perfekter Gegner. Nur irgendwie, der will, glaub, kein Gas geben irgendwie, ich weiß auch nicht. Oh, das Ding liegt Bombe. Also jeder, der die Horizon Edition hat, checkt das Tuning unbedingt auch mal aus. Nicht nur das andere für den normalen M4, sondern vor allem auch für dieses Teil hier. Nennt sich PXA M4 V8 Stage HE. HE für Horizon Edition, ne? Zur Erklärung. So, sehr schön. Uah. Nach vorne geht's. Machen wir da ein bisschen mehr im Cockpit, oder? Fahre ich eh viel zu selten. Werde auch immer angemahnt. Hooray, wo ist die Cockpit-Sicht? Und gerade bei so Fahrten von A nach B, wenn man jetzt nicht Rennen fahren müssen, kann man das ja auch gerne machen. Da kommt auch ein bisschen Geschwindigkeitsgefühl auf. Vor allem, wenn man so guckt, da kommt Geschwindigkeitsgefühl auf. Nur nicht zu empfehlen, die ganze Zeit nach rechts oder nach links zu gucken. Sehr schön hier im siebten Gang entlang ballern. Jo. So. Ah, der liegt schon gut. Kann man nicht meckern. Einzige Manko ist halt, wie auch schon beim anderen M4 aus der letzten Folge, beim Rausbeschleunigen muss man halt ein bisschen aufpassen. Gerade bei dem, da er halt ein bisschen leichter ist und noch mehr Drehmoment und Leistung anliegen hat, dann kommt halt der Arsch beim Rausbeschleunigen ein bisschen schneller. Aber jetzt ist nichts Wildes. Ja. Einfach nur so 70%, würde ich jetzt mal sagen, Gas geben. Dann beschleunigt man richtig gut raus. Lässt man trotzdem alle stehen. Soll halt nur Wheelspin vermeiden. Sehr schön. Die Musik will gerade nicht mehr. Neuladen. Sorry. Mit dem will ich jetzt eigentlich kein Duell. Ja, man könnte jetzt meinen, das war der Duellwunsch, aber eigentlich will ich ein Foto machen. Ah, den C, genau, den habe ich auch noch nicht. Den C63 Black Series Horizon Edition, den hätte ich schon mal gern. Oh, den M4 Horizon Edition habe ich auch noch gar nicht abfotografiert. Da habe ich ja gleich drei Stück. Ein Audi, ein BMW und ein Mercedes. Ja, gibt es auch sowas mal auf dem Foto. Habe ich eigentlich noch ein Level-Up? Ja, das dachte ich mir doch. Komm, jetzt Horizon Edition. Okay, nicht. Der Ultima könnten wir aber auch mal gewinnen. Den habe ich nämlich noch tatsächlich gar nicht in der Garage. Und da habe ich ihn. Bam, auf Ansage. So muss das sein. So. Nämlich den 1080 habe ich zwar, aber. Aber ich will auch gerne den 27 haben. Jung. Ui, das war ein bisschen zu schnell. Jung. Geld müsste ich auch ein bisschen auf der Seite haben. Das heißt, wenn es jetzt nämlich gleich wieder was für einen Rabatt zu kaufen gibt, dann kann ich mir jetzt auch mal was gönnen. Nicht so wie schon mal, wo mir das Geld gefehlt hat. Das war nämlich nicht so geil. Deswegen, ich bin ready, Geld auszugeben, ja. So. Sehr schön. Erweitern. Die letzte Ausbaustufe. Dam, bam, ba, da, bam. Und ein schwarzer Bildschirm. So lobe ich mir das nicht. Ladekringelchen ist auch mal gut. Und ich kriege Erfolg. Immerhin. Selten Erfolg freigeschaltet. Like a boss. Yeah. Da fahre ich auch vor wie like a boss. Siehst dir nur an. Bam. Das Horizon Outback. Sieht wie eine Fata Morgana aus. Ist aber äußerst real. Diese Sprüche von Kira, Wahnsinn. Da hat die Haut eine Line nach der anderen raus. Fortsetzen. Was gibt's denn? Okay. Oh, ist ja nichts Besonderes. Ja, ich würde sagen, ich nehme das teuerste halt, ne? Den haben wir schon. Wir haben voll viele schon. Ich habe außer den, also den habe ich. Der ist aber Angebot
ein Schnäppchen und der ist ein bisschen teurer. Und ich würde sagen, wir, ja, also umso teurer, umso besser das Angebot, logischerweise. Ja, muss man für die Zukunft denken. Auch wenn der Mini scheiße ist, ja, das weiß ich spätestens seit Horizon 2, der geht nämlich überhaupt nicht voran. Aber soll's, ich gönne mir das Teil auf jeden Fall. Ja. Gönn ich mir. Farben, achso, warte mal, vielleicht gibt es eine geile Lackierung hier. Okay, gut. Hat sich gleich erledigt auf den ersten Schlag. Wobei die Hankook-Lackierung ist auf den ersten Blick gar nicht so verkehrt. Aber ich glaube, ich lasse die Standardlackierung. Ich dachte, vielleicht hat jemand. Ja, ich lasse die Standardlackierung kommen. Zack. Hä? Ja, hier, so. Zack. Ja, ich möchte es. Ich möchte es im Schnapper kaufen. 800.000 ist ja wie geschenkt. Ja, nicht ganz, aber wahrscheinlich werden wir den nie fahren. Na ja, gut, sag niemals nie, aber wahrscheinlich werde ich ihn nie fahren. Bam. Gut, dann würde ich sagen, ich schnapp mir wieder mein M4 und dann geht's weiter mit den Fahrspeislisten. Dann machen wir mal welche hier einfach im Outback. Soll ja auch kein Problem sein. Dann gehen wir wieder rüber zu M4 zum M4. Ah, jetzt haben wir, guck mal, den muss ich eigentlich mal hier Favorit geben. Ja? So, das ist schön. Wir sehen die Unterschiede zwischen beiden. Ja? Der eine liegt ein bisschen an, guck mal, in der Höhe. Der Horizon Edition ist hinten ein bisschen tiefer gelegt. ja, hier sehen wir die Leistungsunterschiede noch mal ein bisschen. Auch hier. Ja, der M4 hier, der hat ein bisschen bessere Handling-Werte, wie man sieht. Auch im Starten. Ne, im Starten ist der. Achso, ja, ist er besser. Logischerweise, weil mehr Gewicht andrückt. Habe ich ja schon gesagt. Der wiederum ist halt beim Beschleunigen insgesamt besser. Topspeed auch ein bisschen besser. Bremsen wiederum schlechter. Also, ja, die gleichen sich aus, würde ich sagen, die zwei. Ja. Deswegen sage ich ja, soll ich Stage 2 machen? Weil das wäre dann so richtig eins in die Fresse. Egal. Ja, wir wählen den wieder aus. Den Fähigkeiten-Boost. Oder mit dem Fähigkeiten-Boost. So, und gehen zurück. Und dann machen wir mal noch hier ein paar Fahrspaßlisten. Na los, diese Veranstaltungen fahren sich nicht von allein. Nicht? Das hätte man früher sagen müssen hier. Oh, guck mal, da kommt auch schon eine Fahrspaß-Dingens hier. Ich sage immer noch Fahrspaß-Löffelliste, mit dem kann ich mich nicht anfreunden. So. Zack. Zack und zack und zack und zack und zack und wow, wow, wow. Das war's. Okay, gut. Dann Filter ändern. Alle weg. Und Löffelliste. Da haben wir... Oh, wir haben da einige sogar schon gemacht, sehe ich gerade. Dann würde ich sagen, machen wir einfach das hier. Und zwar... Gut. Sagt nix. Ich dachte, da steht vielleicht noch was. Fahren wir wieder weiter. Jo. So, darüber. Und dann geht's rüber auf den Flugplatz. Hui! Was für eine Route. Dich mitten durch Schilder, so zwei Schilder führt. Über die Autobahn. Kein Problem, machen wir. Oh, jetzt muss ich mal was ausprobieren. Also mal gucken, was der hier so bis zum Ende der Landebahn so an Speed drauf kriegt. Also ich schätze mal so 315, schätze ich, bis zum Ziel. Okay, ich glaube, ich habe mich verschätzt. Jetzt haben wir schon 300. Wobei, 315, 20, 20, 330. Ja, okay, ich muss es bremsen. Also 350, also ich habe mich um 20 km verschätzt. Aber besser so wie anders, ne? Not bad, not bad, not bad. So, was haben wir denn hier Schönes? Oh yeah, da kommen Erinnerungen wach. Hennessy, Venom, GT, das Monster schlechthin, der Bugatti-Zerstörer, muss man ja schon sagen. Cool bleiben, erreichen Sie im Hennessy Venom 402 km/h. Ja, wenn es nichts weiteres ist. Da haben wir jetzt einen exakten Vergleich, wie der M4 dagegen abkackt.
Jetzt muss man noch Grip fassen. So schnell, wie es irgendwie geht. So, 200 haben wir schon mal drauf mit nur Burnout. Da haben wir die 300. Der Platz könnte nicht reichen. Wobei, das reicht nicht. Oder? Doch, es reicht. Bäm! Easy, ja. So, wir kriegen keine Fans mehr. Wir kriegen keine Fans mehr. 25 Millionen mehr Fans geht einfach nicht. Da weiß ich ja jetzt schon mal, dass bei 25 Millionen Abonnenten dann hier auf dem Kanal Schluss ist. Leider. Wie hat es dann eigentlich PewDiePie gemacht? Also irgendwann, ich glaube, der hat getrickst. Der hat schon die Expansion. Ja? Der hat schon die Expansion, der Drecksack. Die YouTube-Abonnenten-Expansion. Spaß. So. Wahrscheinlich nimmt das jetzt eh jemand viel zu ernst. Wird eh so viel erreichen. Um das geht's mir auch gar nicht. Ja? Aber gut, jeder, der das eh falsch versteht, der kann sich eh verpieseln. Piesel. Guck mal, das fährt ein Fahrzeug, was ich noch nicht fotografiert habe. Es handelt sich dabei um einen BMW. Ich vermute um einen 2er BMW. Und ich behalte recht mit einem M235i. Mann, wie ich das erkenne. Ja, aber auch nicht schwer. Viel Auswahl hatten wir jetzt auch nicht. So, ich würde sagen, die zwei Löffel-Spaß-Schrägstrich-Blups-Listen machen wir noch. Hier am Outback. Ich fahre jetzt mal ein bisschen querfeld ein, weil ich gerade Bock drauf habe. Ja, also man muss ja auch mal ein bisschen hier das Fahrwerk auf andere Gegebenheiten prüfen. Alles gar kein Problem hier. Yo, alles klar. Kein Problem. War so gewollt, ja? Wieder schwer. Sind die nur noch schwer oder was? Mann. Furchtbar. Du, Bowler. EXRS. Bla, bla, bla. Okay. Fähigkeiten. Okay. Kriegen wir alles hin? Jetzt mal richtige Musik, dann geht's auch ab. Ja, das kriegen wir alles hin. Jetzt müssen wir gerade überlegen. Am besten keinen Unfall bauen. So wie hier. Och Mann, ey, ich bin so ein Vollidiot. Machen wir erstmal hier so einen Megasprung. Ja, das ist gar nicht so einfach. Man muss halt irgendwie so eine Route haben. Aber ich glaube, ich fahre einfach hier. Oh, der Bowler ist halt im Serien drin, halt, aber jetzt gerade nicht die Obergranate, ne? Pa. Wir haben ein Zehntel schon mal. Aber die Hälfte der Zeit schon verballert. Ist ja super. Ach, wisst ihr was? Ich hab da eine Idee. Er sagt dann, ich muss in die Goldmine fahren, nur weil es da steht. Ab ins Outback! Nein! Ach Gott, scheiß drauf, Alter. Gleich Neustart. Was ist denn das für ein Scheißding? Wieso überschlägt es sich so einfach? Vorsicht, Rage Mode. Komm jetzt nochmal neu. Nein, ich fahre nicht in die Goldmine rein, weil. Bringt's nicht. Ich fahre jetzt hier voll. Ich muss einfach noch ganz viele Sprünge aneinander rein. Ein paar Büschler hier umfahren. Dann gibt's nämlich Zerstörungsboni. Seines kommt jetzt gleich die Meldung, ich darf das Gebiet nicht verlassen. Ja, jetzt hat er die Fähigkeitskette abgebrochen, der ist Drecksack. So, das finde ich nicht cool. Ja, komm, ich muss jetzt da in die Dünen fahren. Komm, da so ein Ding mitnehmen. Aber ich muss nur immer was machen, um den Multiplikator hochhalten. Und am besten nicht überschlagen oder sowas. So, jetzt muss ich gerade gucken.
Wir müssen 10.000 und ein 5er Ding. Das sollte ja eigentlich kein Problem sein, das hinzukriegen. Hier in die Büschchen hier rein. Oh, der Sprung könnte böse werden. Oh, doch, passt. Ja, perfekt. Anhalten, Hamas. So, muss man wissen. Ja, der Weg ist das Ziel. Ich kann es nur wiederholen. So. Easy. Ja. Zack. Nehmen wir mit. Und wir drehen am Rad. Komm, 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 komm. Oh Gott, ja, danke. Das war nix. So, von der Zeit her sind wir eigentlich am Ende. Also machen wir die eine Fahrspaßliste nicht mehr. Ja. So, sei es drum. Ja. Ich möchte auch mal pünktlich fertig sein. Und ansonsten bleibt mir nur an dieser Stelle zu sagen, vielen Dank fürs Einschalten. Falls dir die Folge gefallen hat, würde ich mich auch ein Däumchen nach oben freuen. Und ansonsten bleibt nur zu sagen, bis zum nächsten Mal hier in Forza Horizon. Oh. Das nehmen wir noch mit. Hey. Ja, warte mal. Wir brauchen ein bisschen mehr Tempo, ja. Kriegen wir hin. Dann haben wir hier nochmal so ein Ding. Warte mal. Ich habe da so eine Idee. Okay, wir machen nochmal ein bisschen Bonus. Bonuszeit. Für die Leute, die jetzt noch nicht abgeschaltet haben. Reicht der kurze Anlauf? Ich weiß es nicht. Wir haben jetzt eindeutig das falsche Fahrzeug. Okay, ja, der Anlauf reicht definitiv nicht. Wir haben eh das falsche Fahrzeug dafür. Da brauchen wir eigentlich einen Offroader. Aber... bin jetzt guter Dinge. Dass wir das hinkriegen. Ja, jetzt muss ich noch wieder wissen, wohin. Oh Gott. Ist das hier richtig? Ja. Ich hätte noch ein bisschen mehr Gas geben müssen. Okay. Noch ein Versuch. Ansonsten mache ich das mal irgendwann beim Offroader. Aber das wird auch irgendwann natürlich die Aufgabe sein, hier noch im Let's Play mal auf Schilderjagd zu gehen. Und da gibt es ja einige, die sind schon ein bisschen fies versteckt. Beziehungsweise fies zu erreichen, sagen wir es mal so. Sie finden das nicht mehr das Problem. So, jetzt nochmal ein bisschen mehr Schwung. Jetzt muss ich nur mal am besten... mach mal kurz, ich muss mal... okay, mal kurz... nein. Alle. Und dann muss ich hier mal ganz kurz das als Ziel festlegen. Dass ich hier auch die richtige Schanze treffe. Und dann heize ich jetzt einmal volles Speed rüber. In der Hoffnung, es klappt. Okay. Ja, das hätte geklappt. Aber ich bin daneben gesprungen. Na gut, das soll es gewesen. Soll es jetzt mal gewesen sein. Ein andermal probieren wir es nochmal hier. Gut, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal hier in Forza Horizon 3. Und da haben wir garantiert auch wieder was ganz Cooles vor. Ich denke auch mal, das wäre ein weiterer Twiff-Wunsch. Oder ein RTDT-Wunsch auch angehen werden. Ich bin raus. Ciao.